Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, die Mine wurde geleert und ausgeräumt und wir gehen mal eben kurz zurück an unsere Truhe und werden natürlich jetzt an der Stelle, schaut euch das an, 37 Eisenerz hier in die Kiste einmal packen. Es hat sich wirklich gelohnt, dass wir uns da ein wenig umgeguckt haben. Den Amethysten packen wir rein, Granat packen wir rein, alles was jetzt hier ordentlich an Gewicht dabei hat, werden wir erstmal wieder zurück in die Kiste packen. Sehr gut, jawohl. Ja, das hat sich schon mal gelohnt. Dann werden wir natürlich hier eben kurz an die Kommode gehen und hier unsere Bücher reinpacken. Was brauchen wir denn nicht? Ja, hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir reinlegen können. Sehr gut. Unsterbliches Blut haben wir sogar zweimal. So, dann haben wir nämlich noch weniger Traglast, was wir mit uns führen müssen. Und selbstverständlich einmal an den Bestelltisch. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal voll werden kann. Da werden wir jetzt unsere ganzen Reagenzien natürlich reinhauen für unsere Alchemie. Wir haben ja fleißig gesammelt. So, und dann werden wir uns jetzt eine Runde schlafen legen. Damit wir auch frisch und munter dann verkaufen dürfen. Die Geschäfte machen ja, glaube ich, so um 7, 8 Uhr morgens auf. Deswegen schlafe ich auch immer recht gerne. Und dann sind wir auch ausgeruht. Habe ich recht, Lydia, meine Liebe? Höchstwahrscheinlich. So, mit den ganzen Waffen und dem ganzen Kram, den wir sonst dabei haben, wir müssen mal gucken, werden wir jetzt zu den Händlern gehen. Ich bin gerade am Überlegen, wir hatten ja hier Beschwörungen kosten 12% weniger Magika. Ja, Beschwörungen. Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber gucken wir mal. Oh, wieder im wunderschönen Weißlauf bei gutem Wetter. Das ist ja ein Träumchen. Wir gehen erst an die Schmelze und schauen natürlich dort, ob wir etwas einschmelzen dürfen von dem Equip, was wir dabei haben. Wir bekommen Stahlbarren für den Rundschild. Das ist okay. Für die Ringpanzerrüstung kriegen wir auch Stahlbarren. Das ist ordentlich. Für die Wikingerstiefel in Schwer. Kaiserliche heroische Stiefel, sehr gut. Hexenplatten, Rüstung, bekommen wir Quecksilberbarren. Das ist ja Magierbindung, ja. Ebenerzbarren, ah, für die Maske, sehr schön. Gut, so, dann haben wir das nämlich schon mal gemeistert. Ich glaube, schmieden können wir bald wieder, ne? Schmieden können wir bald wieder. Ein bisschen schmieden, damit die Lydia auch eine gute Rüstung trägt. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ja, mir gefällt das auch. Und wir müssen mal gucken, eben am Schleifstein, ob wir hier nicht vielleicht... Wir brauchen einen Orikalkum-Barren, ne? Na, einen hätten wir ja, glaube ich, sogar noch, ne? Wie teuer ist denn einer, Adrian? Ich habe hier... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja, ich würde sagen beides. Erstmal wäre interessant, ob du vielleicht einen Orikalkum-Barren anbietest. Noch 239 Gold. Ja, dann nehmen wir einen mal mit. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, das machen wir auch gleich, denn wir können nämlich hier so eine schöne orkische Streitaxt nämlich verbessern. Dann hätte die 17 Schaden. Die Stahlkriegsaxt könnten wir schon exquisit machen. Ne, wir nehmen dich hier. So, wunderbar. Und dann dürfen wir nämlich der Lydia die Einhandwaffe geben. Ich bin direkt hinter euch. So, die Lydia sieht halt mit dieser Maske ulkig aus. Ich stehe zu eurer Verfügung. So, Lydia, wir haben eine neue Waffe für dich, meine Liebe. Und zwar eine hochwertige orkische Kriegsaxt mit 17 Schaden. Ihr geht vor, ich folge. Das sieht doch gut aus. So, bevor wir jetzt verkaufen, gehen wir eben hoch in die Drachenfeste und schauen mal, ob wir vielleicht das ein oder andere Stück entzaubern, verzaubern dürfen, können. Wäre ja gar nicht so verkehrt. Und lernt vielleicht dann noch ein wenig in der Verzauberungskunst, die ja dann, ich denke mal, im Laufe der Zeit doch relativ stark wird. Wir könnten auch nochmal zurück in die befleckte Meere. Vielleicht gibt es natürlich noch ein paar neue Informationen, ein paar neue Aufgaben. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, Hallöchen. Darf ich eben hier an den Verzauberer dran? Dankeschön.
Der Kriegshammer, der Stahlkriegshammer der Müdigkeit, den dürfen wir lernen. Jawohl. Beschwörungszauber, jawohl. Sehr gut. Lernen wir. Verzauberung auf 47. Wir haben eine neue Stufe. Den Elfenschild behalten wir erstmal. Ist ja klar. Ne? Die Rüstung ist vielleicht nicht so super, aber ich finde, ja, das sieht ganz gut aus. Wir dürften unseren Kopf noch verzaubern, aber ich glaube, wir haben ja aktuell nichts, was wir, ne, wir haben nichts. Wir bräuchten irgendwie mal ein paar mehr Sachen, die wir mitnehmen könnten. Wir dürfen unseren Rucksack verzaubern? Ja, wir kennen aber nichts für einen Rucksack, ne? Und den Rest, den wollen wir ja eigentlich verkaufen. Dieses Vulkanglasschwert, das finde ich sehr interessant. Aber unser Elfenstreitkolben ist exquisit, ne? Der macht mehr Schaden. Dann behalten wir den erstmal. So, dann würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal kurz ins Inventar. Dann werden wir hier nämlich... Jetzt müssen wir mal schauen, wo ist denn unser Bogen? Den müssten wir wieder auffüllen. Große Seele, kleine Seele, winzige Seele. Nee, ich denke mal, wir nehmen hier so einen gewöhnlichen Seelenstein. Und werden den einmal komplett auffüllen. Das ist ja wichtig, dass wir es machen. Dich könnten wir noch auffüllen mit einer kleinen Seele. Ja, damit wir auch weiterhin die Verzauberung haben. So, Faringa. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die Andau... Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Wir möchten auf jeden Fall gerne handeln mit dir, Faringa. Und zwar... wir müssen mal gucken. Achso, du kaufst jetzt nur das... Kupferdiadem mit Opal. Ja gut, dann soll es so sein. Ach, er kauft auch die Stäbe. Ja, die Stäbe werden wir verkaufen. Ich sehe für mich jetzt persönlich darin keinen Sinn, die einzusetzen. Stäbe sind natürlich wiederum doch schon ganz lustig. Ne? Also, finde ich nicht verkehrt. Könnten wir ja auch irgendwann mal, wenn wir richtig gute Stäbe haben, dem... lass mich nicht lügen... Mächtiger Seelenstein leer. Großer Seelenstein. Den Begleitern geben. Verkaufst du mächtige Seelensteine? Ja, in der Tat. 3 Stück. Dann kaufen wir die jetzt. Wir kaufen 3 mächtige Seelensteine. Wir werden, ich denke mal, noch genug finden. Ne? Wir kaufen auch die gewöhnlichen Seelensteine. Großer Seelenstein, mächtiger Seelenstein. Ich möchte gerne das Geld investieren, damit wir irgendwann in der Verzauberungskunst natürlich einmal vorankommen. Ja, so. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Wir werden Winterfeste bestimmt irgendwann mal besuchen. Da gehe ich mal ganz stark davon aus. So, und jetzt dürfen wir natürlich an der Stelle hier unseren Kram verkaufen. Wie sieht es denn aktuell aus? Unser Gewicht sagt 461, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, wir nehmen in der nächsten Stufe wieder Gesundheit, damit wir mehr aushalten. Schleichen. Nimm mal bitte einen Punkt in Heimlichkeit mit, oder? Ja. 25% sind noch ein paar Punkte, die fehlen, aber... Wir sollten, wenn es geht, eigentlich nicht so schnell entdeckt werden. Das ist ja eigentlich unser Begehr bei unserem Spielstil. Vielleicht werden wir irgendwann auch mal Dolche nehmen. Aber da müssen wir halt mal in Ruhe gucken. So, nach unseren großen Abenteuern, eigentlich auf der Suche nach dem Horn von Jürgen Windhofer, sind wir ja auf sehr, sehr viele Festungen gestoßen. Nein, 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 danke. Und haben dementsprechend natürlich eine Menge Zeug erbeutet. Arkadia. Was benötigt ihr, mein Freund? Werft einen Blick drauf. Die Arkadia, die hat auch ein bisschen Geld. Da könnten wir jetzt natürlich ein paar Sachen verkaufen. Wir müssen mal gucken. Wir haben wieder des Verzauberers haben wir dabei, Geisterform, Magieresistenz, Frost, ja die Frostresistenz können wir verkaufen. Da, ich denke mal wir sind Nord, wir haben da weniger Probleme. Ne? Schlossknacken, Beschwörung, Unterwasseratmung, Feuerresistenz,
aber bisher noch nicht einsetzen müssen. Der geringen Magika, 20 Stück. Das ist natürlich eine Menge, ne? 20%ige Frostresistenz, der flüchtigen Unsichtbarkeit. Ja, Blitzfeuerresistenz. Also 30% Feuerresistenz finde ich super. Dann werden wir hier die kleine Feuerresistenz schon mal verkaufen. Ein starkes Gift entzieht dem Ziel 35 Punkte Gesundheit. Das ist wirklich stark. Das ist nicht schwach. Skoma können wir verkaufen. Das schwache Gift können wir verkaufen. Die Gesundheit wird für 60 Sekunden lang um 60 Punkte erhöht. Nö. Nee, das ist jetzt weniger. Kreaturen und Personen bis Stufe 8. Das kann auch weg. Das braucht man, glaube ich, nicht mehr. Das Frostgiftbiss können wir auch weghauen. Gegengift ist okay. Und den Rest können wir eigentlich erstmal so beibehalten und haben schon mal ein bisschen Geld gemacht. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. So, dann dürfen wir natürlich an der Stelle einmal hier hinüber zu Billetor. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Alles. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Das wissen wir ja bereits, ne? So, bei Beletor dürfen wir nämlich jetzt hier einige Sachen verkaufen. Und ja, das ist jetzt nicht gar nicht so viel Geld, wie ich eigentlich erhofft hatte, ne? Haben wir irgendwie noch ein bisschen Ramsch oder so, was wir nicht brauchen? Die Harmonie. Ja, die Harmonie können wir verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Die Barren werden wir gleich noch zurückgeben. Zaubertränke haben wir nicht. Wir haben halt jetzt noch die ganzen Rüstungssachen. Ich glaube nicht, dass der richtige Händler dafür ist. Ich gehe damit, glaube ich, lieber zum Schmied, oder? Wir können hier dir die alten Nordpfeile verkaufen. Den Rest heben wir, glaube ich, erstmal so weit auf. Danke dir. Bitte kommt wieder. Werden wir bestimmt machen bei Gelegenheit. Und dann gehen wir jetzt nochmal zurück zu Adrian. Und dürfen bei ihr jetzt nochmal unsere ganzen Rüstungssachen verkaufen. Das ist halt jetzt so mein Ziel. Und dann könnten wir schon wieder weiter auf Abenteuer gehen. Wir werden erstmal alles nur zwischenlagern. Weil klar könnten wir uns jetzt relativ schnell verbessern. Ich habe hier einige... Ich sage nicht, dass... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So, und zwar... Nee, es hat keinen Einfluss, glaube ich, darauf, dass wir hier jetzt irgendwie mehr Geld bekommen. Ja, die orkische Kriegsaxt, ne? Die für 15 Gewicht machen wir jetzt 100 Gold. Es ist nicht verkehrt, es ist aber auch nicht gerade jetzt so wow, ne? So, die Spitzhacke werden wir immer behalten. Nesselfluch werden wir beibehalten. Das sieht sehr gut aus. Den Elfenschild können wir verkaufen. Den Stahlhornhelm brauchen wir nicht mehr und natürlich die Stahlrüstung brauchen wir auch nicht mehr. Sehr gut, so haben wir uns darum schon mal gekümmert. Dietrich und Co. verkauft sie natürlich nicht. Wir müssten jetzt nur gucken. Ich glaube, ich möchte jetzt ungern nochmal nach Hause gehen. Wir brauchen 3 Leder und ich glaube, wir brauchen 2 Lederstreifen. Richtig? Vergesst nicht auch drinnen rein. Ist jetzt nur eine Schätzung. Ich möchte mir nämlich gerne mit euch einen guten Backpack bauen. Ja, einen wirklich guten. Deswegen müssen wir mal eben gucken und suchen, wo wir den denn haben und finden. Ich glaube, der müsste ganz unten sein, weil U ist ja... So, da unten ist er. Wir brauchen noch einen Lederstreifen. Der Rest war richtig. Okay, ein Lederstreifen. Das kriegen wir hin. Und damit haben wir dann den größten Rucksack im Game. Kennt ihr mal die besten Waffen und Rüstungen? So, ich hätte gerne noch einen Lederstreifen, Adrian. Dankeschön. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. So, dann gehen wir nochmal hier reingucken. Und da haben wir ihn. Wir dürfen damit 200 mehr tragen. Ich glaube, wir haben 100, ne? Das ist ein doppelt. Das ist doppelt. Das ist doch super. Den werden wir bauen. Jawohl, da haben wir jetzt einen richtig guten Rucksack, den wir jetzt hier tragen dürfen. Ja, so ist es. Wir dürfen jetzt doppelt so viel tragen. Das ist natürlich eine sehr starke Sache. Bis zu 561, mehr geht dann nicht mehr. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn,
Lydia, komm mal her. Was ist denn, wenn wir dir den auch geben, den Rucksack? Ich bin direkt hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. So, Lydia, was passiert, wenn ich dir den Rucksack gebe? Dann trägt sie ihn. Dann mal los. Ich fasse es nicht. Die Lydia trägt ihn auch. Das ist doch mal, das ist doch genial. Ja, so soll es sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendeinen Einfluss nimmt darauf, ob sie jetzt auch mehr tragen kann. Aber wenn ja, wäre es doch gar nicht mal so verkehrt. Finde ich richtig gut. Schön. War natürlich jetzt ein sehr, sehr teurer Rucksack, aber ich dachte mir, irgendwann kommt doch mal die Zeit, da müssen wir uns den guten Rucksack bauen. So, Ebenerzbarren, Quecksilberbarren, Stahlbarren, 11 Stück, ja. Die Saphirdrachenklaue. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Ihr sagtet, wir sollten uns dieses Grab mal, dieses Hügelgrab mal näher angucken. Weil sonst laufen wir natürlich die ganze Zeit mit dieser Saphir-Drachenklaue rum, die ja auch etwas wiegt. Genauso wie der Stern. Ne, die Sachen können wir ja nicht ablegen. Ich glaube, die Saphir-Drachenklaue schon, aber wenn wir sie finden, sollten wir diese Mission abschließen. Bin ich auch dafür? Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Da müssen wir natürlich nur gucken dann. So, wir brauchen... Beschwörungszauber halten länger. Ich glaube, den Trank brauchen wir nicht. Den packen wir mal rein. Unsichtbarkeit weiß ich nicht, ob wir ihn gebrauchen können. Die Essenz des Verzauberers werden wir noch reinlegen. Und den Rest können wir ja mitnehmen. Sehr gut. So, Lydia, wir sind soweit. Dir steht der Rucksack sehr gut. so ein schwerer Rüstung, ne? Es ist schön. Ja, Mensch. Gut, dann werfen wir einen Blick auf die Karte. Wir waren ja das letzte Mal oben in Festung Düsterhammer. Und da seht ihr es halt, die Festung ist jetzt abgeschlossen, weil wir in der Mine gewesen sind. Und irgendwie hier unten, Festung Dunstadt, das hat nicht so funktioniert, wenn ich es richtig sehe. Das wundert mich ein wenig. Aber mehr haben wir nicht in der Umgebung, ne? Doch hier, Weißflusswacht. Da hätten wir hier eigentlich noch das Familienschwert, was wir organisieren müssten. Da könnten wir auch eben einen Abstecher hinmachen. Und hier unten haben wir Töte den Banditenanführer von Trevas Wacht. Ja, das ist noch weiter weg. Also es ist unglaublich, wie groß das alles ist, ne? Gehen wir jetzt weiter? Ich würde gerne Dämmerstern entdecken, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Wir machen das. Wir gehen wieder zurück zur Festung Düsterhammer und werden einfach erstmal unseren Weg gehen, damit wir die nächste große Stadt entdeckt haben. Wir werden dort wahrscheinlich nicht unbedingt... Oh nein. Habt ihr es gehört? Wir werden da wahrscheinlich keine neue Aufgabe annehmen. Doch, 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 da brüllt doch ein Drache, da bin ich mir doch sicher. Aber wir sehen ihn nicht. Okay. Wir werden da höchstwahrscheinlich keine neue Aufgabe annehmen. Boah, was für ein Schneesturm hier. Zumindest ist es nebelig halt, ne? Doch, glaube ich, werden wir dort dann vielleicht je nachdem Halt machen. Die Schneebären haben wir hier schon. Wer hat euch denn hier erlegt? Eisenpfeile. Ich hoffe, dass der Drache jetzt weg ist. Ich bin mir sicher, dass ich einen gehört habe. Eieieiei. Aber gut, dass wir schleichen dürfen. Und wir sind auf dem richtigen Weg Richtung Norden. Die Drachen sind...
Oha, da ist ja ein Riese auf dem Weg. Was macht er denn hier oben im Norden? Wir gehen ein bisschen spazieren, ne? Die Drachen sind, wie soll man sagen, sehr penetrant, sehr dominant. Ja, also, dass die uns hier jeden Tag besuchen kommen, hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet. Oh, schaut euch das mal an. Da kommt er hier einfach um die Ecke hier. Geht ein bisschen spazieren, ne? Aber bist du jetzt... Droht der uns jetzt gerade hier, oder? Was ist los? Wir wissen es nicht. Aber wir werden es bestimmt nächste Folge herausfinden. Bis dahin.